Ihr macht's richtig. Ihr schlaft um die Zeit. Und die andere schläft da. Lieben, entschuldigt, wenn ich ein bisschen zerstört aussehe, wenn es hier ein bisschen chaotisch ist. Es ist tatsächlich erst 5 Uhr morgens, aber ich war wach. Was soll ich sagen? Ich weiß selber nicht, wie das passieren konnte und ich hatte so Lust, mit euch zu schnacken. Deshalb schnappt euch einen Kaffee. Ich brauche auf jeden Fall einen großen. Macht's euch gemütlich und hier kommt mein Lesemonat Dezember für euch. Ja, und damit nochmal offiziell herzlich willkommen im neuen Jahr. Für mich ist es das erste Video, was ich tatsächlich im neuen Jahr drehe. Mein Name ist Sarah, ich heiße euch auch nochmal willkommen hier im Bücherland. Und ich habe heute den Lesemonat Dezember für euch. Puh, der Dezember war, der war nicht gut. Was soll ich sagen? Der war nicht gut, was die Bücher angeht zumindest. Ich habe erstens 3 Bücher gelesen. Ich bin nicht so die Vielleserin. Im Schnitt lese ich 2 bis 4, manchmal sogar 5 Bücher. Aber im Schnitt sind es eher zwischen 2 und 4 Büchern, was okay ist. Es soll ja Spaß machen. Aber alle Bücher haben mich tatsächlich im Dezember enttäuscht. Ich muss es so sagen, die haben mich enttäuscht. Und jetzt kommen wir mal dazu. Es ist ja auch mal ganz spannend zu sehen, warum Geschichten einen vielleicht nicht packen können. Ja, und die Bücher haben mich aus verschiedensten Gründen einfach enttäuscht. Zum einen, weil ich hohe Erwartungen hatte, die nicht erfüllt wurden. Zum anderen, weil sie gut gestartet sind und dann echt immer mehr abgebaut haben zum Ende hin, was ich sehr schade fand bei einem Buch. Und der dritte, was soll ich sagen? Ich glaube, Fitzek und ich werden in diesem Leben keine Freunde mehr. Zumindest werde ich mit den neueren Werken von Fitzek bis jetzt nicht mehr so warm. Und fangen wir doch mal direkt an, denn ich habe damit an mit Fitzek, denn ich habe das Geschenk gehört und es zusammen besprochen mit dem lieben Tobias. Schöne Grüße an dich. Vielen Dank, dass du das mit mir gemacht hast. Und ich muss dazu sagen, ich habe es schon fast irgendwie erwartet, dass es mich nicht so packt, weil die letzten 3 Fitzeks irgendwie nichts für mich waren. Aus verschiedensten Gründen. Ich bin mit den Charakteren nicht warm geworden. Es war mir nicht, tatsächlich nicht spannend genug. Also das ist ja Geschmackssache. Das heißt jetzt nicht, dass ich sagen würde, um Gottes Willen, Fitzek kann nicht schreiben. Ganz im Gegenteil. Wunderbar. Aber für mich persönlich passt es einfach irgendwie nicht. Und ich weiß, dass die alten Werke mir bis jetzt allesamt gut gefallen haben. Und da muss ich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal eins von lesen oder einfach mehrere davon lesen. Genau, fangen wir mal an. In das Geschenk geht es um Milan. Und ja, und Milan ist Analphabet und sieht eines Tages ein Mädchen hinten im Auto sitzen, was einen Zettel gegen die Scheibe hält, sehr verzweifelt aussieht und um Hilfe bittet. Wie kann er das lesen? Er vermutet es und ich glaube, er findet nachher auch den Zettel. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war. Schon kein gutes Zeichen, wenn ich es gerade im Dezember erst beendet habe. Und dann macht er sich eigentlich auf die Suche nach dem Mädchen, denn er möchte ihr helfen. Obwohl, ist das schwierig. Leute. Sibi, hilf mir doch mal. Zum dritten Mal versuche ich jetzt, das Buch zusammenzufassen. Es fällt mir sichtlich schwer. In das Geschenk geht es um Milan und Milan ist Analphabet. Das begleitet ihn schon ja von klein auf. Und dann entdeckt er eines Tages ein Mädchen hinten im Auto, was einen Zettel gegen die Scheibe presst und um Hilfe bittet und sagt, das sind nicht meine Eltern. Und er macht sich auf die Suche nach dem Mädchen und gleichzeitig auf die Suche nach sich selber, denn er merkt, irgendwas ist in meiner Vergangenheit passiert, was mich zu dem Mensch gemacht hat, vielleicht der ich heute bin. Zu viel möchte ich da gar nicht vorwegnehmen. Und Milan macht sich auf eine rasante Suche nach dem Mädchen zusammen mit seiner Freundin. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Es sind so ein paar Stränge, die parallel laufen in dieser Geschichte. Es war okay beim Lesen. Sobald ich das Buch aber weggelegt habe, hatte ich nicht den Drang, weiterlesen zu wollen. Es hat mich leider wieder nicht gepackt. Nur mir persönlich geht es so. Ich weiß, dass es auch vielen wieder gut gefallen hat. Ich weiß nicht, was das mit mir und Fitzek ist. Es toucht mich nicht. Es macht mich nicht neugierig. Ich wurde mit dem Charakter diesmal ein bisschen wärmer, muss ich sagen. Also Milan ist mir auf jeden Fall näher gekommen als in den letzten beiden Büchern, die Protagonisten. Aber ich fand den Weg dahin okay, nicht sonderlich spannend. Ich fand die Stränge sehr verwirrend. Ich wusste nicht, wo ist der rote Faden. Eigentlich mag ich das in Büchern sehr gerne, wenn man so nicht weiß, wo geht die Reise hin, was passiert da und warum handelt er so und kennen die sich vielleicht. Aber da war es mir zu wirr. Und deshalb fällt es mir auch sichtlich schwer, dieses Buch zusammenzufassen. Die Auflösung. Ich habe auch nichts gegen
abstruse Auflösungen. Ich mag das sogar ganz gerne, wenn da so der ein oder andere Twist kommt. Besonders gerne mag ich es, wenn man in dem Buch schon miträtseln kann, was da am Ende auf einen wartet. Das wäre natürlich, ach, das liebe ich, muss aber nicht immer sein. Da bei dem Ende fand ich es auch wieder zu abstrakt, zu weit hergeholt. Zumindest, ich habe auch nichts dagegen, wenn es weit hergeholt ist, aber das war für mich nicht stimmig. Ich konnte das dem Ganzen, selbst wenn ich mir vorstellen könnte, dass jemand so weit geht, konnte ich es mir bei dem Fall nicht vorstellen, dass es solche Auswirkungen hat, dass man so reagiert, dass man so handelt, und irgendwie hat es mich nicht abgeholt. Und deshalb machen wir ganz schnell weiter mit dem nächsten Buch, wo ich auf jeden Fall auch mehr was zu sagen kann. Und dieses Buch habe ich in einer Leserunde gelesen mit der lieben Simi von Coyote Diaries und mit der lieben Claudi von Beauty Butterflies. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße an euch. Und mit der lieben Alina, dich habe ich fast vergessen, entschuldige bitte, einer ganz lieben Zuschauerin. Das ist der dritte Band der Victoria Bergmann-Trilogie Schattenschrei. Und was soll ich sagen? Boah, bin ich enttäuscht. Bin ich enttäuscht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe den ersten Band dieser Reihe so sehr gefeiert. Es ist ein Psycho-Thriller, der wirklich unter die Haut geht. Es geht um Inzest, es geht um oh, wirklich schlimme Themen, um Kinder, um Kindsmord, um Vergewaltigung. Und deshalb da eine ganz klare Triggerwarnung. Aber für alle, oh, entschuldigt, mein Wecker. Aber, ups, alles rum. Aber für alle, die so auf psychologische Psychospiller abfahren, den könnte ich den ersten Band davon wärmsten ans Herz legen. Ich habe den ersten Band gelesen und wusste bis zum letzten Teil, Abschnitt, gar nicht, okay, was soll mir die Geschichte sagen, worum geht's hier? Und dann denkt man ja wahrscheinlich, es wäre ein Flop geworden, aber nein, es kam ein Plot-Twist am Ende, der mich wirklich überzeugt hat. Und dann ging es weiter mit dem zweiten Band. Für mich haben die kurzen Kapitel Spaß gemacht. Ich wusste jetzt, okay, worum dreht sich die Geschichte? So sieht's aus. Und dann fand ich es richtig gut. Zum Ende hin, im zweiten Abschnitt, haben sich aber schon so einige Fragen gestellt und ich hatte schon Sorge, dass diese nicht gelöst werden. Denn es passiert hier sehr, sehr viel. Ganz grob. Es geht um eine Ermittlerin, die mit ihrem Partner versucht, verschiedene Mordsfälle an Kindern aufzudecken. Es werden Kinderleichen gefunden. Es gibt Jungen, die auftauchen, die keinen Namen haben. Parallel dazu decken sie verschiedene Fälle auf, wo es um Kindesmissbrauch geht auch. Und ja, das ist alles schon sehr spannend im ersten Band. Auch wenn man erstmal nicht wusste, wen verfolgen sie da. Als sich das dann abgezeichnet hat, fand ich super. Ich fand die Charaktere sehr düster, auch gut dargestellt, gut gezeichnet und sehr spannend stellenweise. Man wollte wissen, wie hängt das zusammen und wie kann das sein und wer steckt da mit drin und wann kommt die Ermittlerin auf verschiedene Sachen. Und das war cool. Sehr düster, das hat auch Spaß gemacht. Aber ich habe mir schon so gedacht, bitte, bitte, lass das alles logisch aufgelöst werden, weil es natürlich, es sind sehr viele Namen vorgekommen, sehr viele Verstrickungen, so ein bisschen Stieg-Larsson-mäßig, wo man erstmal sich orientieren muss, wer ist da mit wem verwandt, wer war das nochmal. Aber das hat schon Spaß gemacht, aber man möchte natürlich dann auch eine gute Auflösung haben. Und im dritten Band ging es wirklich darum, um den Showdown. Ich kann natürlich nicht so viel verraten, es ist der dritte Band, ne? Nur grob mein Gefühl transportieren. Ich möchte nur. Ich kann heute nicht reden. Ich möchte nur grob mein Gefühl transportieren, warum es für mich nicht stimmig war und wirklich eine Enttäuschung. Es wurde meiner Meinung nach in dieser Reihe auf etwas hingearbeitet, auf ein Treffen von zwei Menschen. Und man hat sich gedacht, wann begegnen sie sich endlich? Ich habe danach so gefiebert und es ist gar nicht passiert. Es ist gar nicht passiert. Und ich habe mir gewünscht, dass wir noch mehr Erklärungen zu gewissen Verhaltensweisen bekommen, dass verschiedene Personen vielleicht noch festgenommen werden. Und all das, was man sich so erhofft hat im Showdown, ist nicht passiert. Und man hatte das Gefühl beim Lesen, die Autoren wussten nicht mehr weiter, haben das schnell dahingeschrieben und die Luft war raus. Und ist das schade für so einen fein gezeichneten Psycho-Thriller mit so vielen Ebenen und Wendungen und Charakteren, die da auftauchen. Und boah, hat mich das enttäuscht. Das kann ich ja auch nicht verraten, falls ihr den ersten Band lesen möchtet. Ja, und das hat mich wirklich sehr enttäuscht, dass da einfach am Ende so die Luft raus war und Figuren auch gar nicht so gehandelt haben, wie man das wirklich sich vorgestellt hat. Was für mich auch nicht gepasst hat. Also eine der Hauptfiguren hat am Ende so gehandelt, das war mir. Also es war nicht glaubwürdig, das war enttäuschend, das war nicht zufriedenstellend. Und
diese Reihe wird auch bei mir ausziehen. Und so schade das ist, weil ich so viel Spaß stellenweise hatte und das Ende für mich nicht zu dem passt, was diese Autoren, glaube ich, können oder was sie auf jeden Fall können. Da steckt nämlich viel drin. Schade. Leute, schade. Ich glaube, ich sollte nicht mehr um 6 Uhr oder 5 Uhr, 6 Uhr morgens drehen. Ich komme irgendwie nicht auf den Punkt, aber ich glaube, es lag auch diesmal echt an den Büchern. Und damit kommen wir leider zum nächsten Flop. Hatte ich schon mal einen Lesemonat voller Flops? Nee. Stimmt, ich habe ja sogar noch einen Flop, weil danach, ich habe ja noch ein Hörbuch gehört. Tja, super. Aber gehört dazu. Es gehört dazu. Und umso mehr Bücher man kennenlernt, wo man keinen Spaß dran hatte, desto mehr weiß man vielleicht auch in Zukunft, was man mag. Und ja, mein Gott. Kate Lord Brown, Ein Märchen im Winter, ist ein Buchclub-Buch, was ich mit meiner lieben Lesegruppe All You Can Read zusammengelesen habe. Und dieses Buch hat auf jeden Fall die Geister geschieden. Grace steht in ihrem Leben vor einem Trümmerhaufen. Grace hat ihren Mann verloren, man weiß es nicht, denn er ist auf einmal spurlos verschwunden, hat zwar einen Abschiedsbrief geschrieben, aber die Leiche wurde nie entdeckt. Und Grace steht jetzt da mit ihrer kleinen Tochter alleine, weiß nicht wohin, muss ihr Haus verkaufen und macht sich auf die Suche nach der Geschichte eines Schmuckstücks von ihr und möchte da so das Rätsel lösen, woher kommt dieses Schmuckstück, wo ist die andere Hälfte davon, und macht sich auf den Weg zu einem alten Herrenhaus, wo wir auf Fraser treffen. Und Fraser sucht jemanden, der mit ihm seine Memoiren schreibt. Er sucht eine Sekretärin, kann man so sagen. Und Grace meldet sich auf die Anzeige, weil sie eigentlich nur was über dieses Schmuckstück erfahren möchte. Und sie weiß, das hängt irgendwie mit dem Anwesen zusammen. Da war eine Rechnungsadresse bei. Und das führt sie halt zu Fraser Stratton. Und er sagt aber direkt, hey, ich stell dich ein, ich finde dich gut. Und Grace, die ja eh vor ihrem Scherbenhaufen sitzt, nicht weiß, wohin mit sich, sie ist eigentlich Goldschmiedin, sagt, ja, okay, ich fange hier an und bezieht ein kleines Cottage auf dem Anwesen in einem Märchenwinterland. Das war sehr atmosphärisch für mich. Ich fand es ganz toll, dieses alte Herrenhaus kennenzulernen mit seinen Bediensteten. Wir lernen die liebe Ellen kennen, eine Hausdame, die meiner Meinung nach viel zu selten in diesem Buch vorgekommen ist, weil sie so ein herzlicher Mensch einfach ist. Und ja, es geht eigentlich dann darum, dass Grace sich auf die Suche macht und dieses Geheimnis lösen möchte. Außerdem lernt sie Jack kennen. Und Jack und sie begegnen sich, das erfahren wir schon am Anfang des Buches, und es funkt heftig. Sie spricht sogar davon, dass er die Liebe ihres Lebens ist. So weit, so gut. Und ich hatte stellenweise wirklich sehr viel Spaß, weil Fraser Stratton für mich hier das absolute Highlight war in diesem Buch. Er ist für mich ein kleiner Hutmacher, so ein bisschen exzentrisch, er ist wild, er ist lustig. Da gab es auch wirklich Momente zum Schmunzeln, Wohlfühlmomente. Ich mochte das sehr gerne, in diese Winterlandschaft einzutauchen und mir dieses Haus vorzustellen, wo es dann morgens Kakao gibt. Und das war schon ganz cool. Und Fraser hat mich auch erstmal durch diese Geschichte getragen, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn Grace ist für mich als Charakter sehr blass geblieben, hat für mich auch nicht stimmig gehandelt. Und ja, kommen wir mal zu ihr und Jack. Dafür, dass sie die ganze Zeit davon spricht, dass er ihre Liebe ist. Und bei ihm kann sie sich endlich fallen lassen und so sein, wie sie schon immer sein wollte. So hat sie nicht gehandelt. Erstmal hat man die beiden kaum zusammen kennenlernen dürfen in diesem Buch. Es gab nur wenig Szenen zusammen. Da hat man sich schon gefragt, wo kommt diese Liebe her? Und zum anderen hat sie sich überhaupt nicht so verhalten ihm gegenüber und warum auch immer. Es war sehr kühl sogar stellenweise und da war für mich nicht so der Funke da und es hat mir auch keinen Spaß gemacht, Grace und Jack zu begleiten. Das Rätsel hinter diesem ganzen Schmuckstück, das war okay, hätte man nicht drauf kommen können, war für mich auch so ein bisschen weit hergeholt und es hat irgendwie immer weiter abgebaut, diese Geschichte, was sehr schade ist. Ja, ich habe auch, es gab hier Charaktere, die waren sehr stark gezeichnet. Für mich war das einfach Fraser Stratton. Dann gab es Charaktere wie ihre Tochter zum Beispiel, Grace Tochter, die haben wir kaum mitbekommen. Die wirkte immer wie so ein kleines Requisit, was man von einer Ecke in die anderen stellen durfte. Das klingt jetzt sehr böse. Aber es war immer so ein bisschen wie so ein
gibt der Tochter einen Keks und sie ist zufrieden. Sie ist kurz bei dem Pferd und dann ist sie zufrieden. Also Grace und ihre Tochter hat man auch irgendwie kaum zusammen erleben dürfen, obwohl sie auch immer hier davon spricht, dass sie ihr Augenstern ist. Und da hätte ich einfach gern Momente mehr zwischen den beiden gehabt. Und zur Auflösung kann ich natürlich nicht so viel sagen, außer es war okay, aber es war wirklich nicht zufriedenstellend. Und man hat auch gemerkt, dass das Buch dann immer mehr abgebaut hat und der Witz verloren gegangen ist. Und es gab auch Szenen dann, das kann ich natürlich jetzt auch nicht verraten, worum es da ging, die für mich sehr gestellt gewirkt haben und die einfach auch nicht zu dem Ganzen gepasst haben. Und Figuren haben auch so gehandelt für mich, wie ich sie nicht kennengelernt habe in diesem Buch. War für mich nicht stimmig, was sehr schade ist, denn ich glaube, das hätte ein totales Wohlfühlbuch für mich zum Start des Jahres werden können. War es leider nicht. Das hat keinen Spaß gemacht im Dezember. Doch hat es wohl, weil ich tolle Leserunden und tolle Lesepartner hatte. Aber ich habe das Gefühl, dafür werde ich entschädigt, denn ich drehe das Ganze hier schon Anfang Januar. Und was soll ich sagen? Der Januar ist voll mit Highlights jetzt schon. Ich habe 2 Bücher beendet, das dritte lese ich gerade und ich bin restlos begeistert. Und es kann gern so weitergehen und es ist ein Auf und Ab, wie immer im Leben, so ist es. Mich würde total interessieren, womit habt ihr das Jahr begonnen? Mit welchem Buch seid ihr ins Jahr gestartet? Was habt ihr euch geschnappt und gedacht, okay, das lese ich jetzt im Januar? Bitte, bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich finde es immer ganz spannend auch zu sehen, was für eine Stimmung ihr so seid zu Beginn des Jahres. Ich war auf jeden Fall erstmal in spannungsvoller Stimmung. So viel kann ich sagen. Ich habe auch ein Buch endlich von der Halloween-Liste gelesen, was ich ja schon seit Halloween lesen wollte und es hat sich gelohnt. Was soll ich sagen? Ich habe noch ein Hörbuch begonnen und zwar von Mona Kasten Save Me. Ich war ja von Beginn an restlos begeistert und wollte unbedingt noch was von ihr lesen, hören, in mich aufnehmen. Was soll ich sagen? Die Sprecherin ist schrecklich für mich. Ich mag sie nicht. Ich finde, sie klingt immer ganz wehleidig und es tut mir so ein bisschen in den Ohren weh. Gott, klinge ich heute böse? Es ist ja nur Geschmackssache. Ich muss eine Warnung ausstellen. Es ist nur Geschmackssache. Vielleicht fandet ihr das alles ganz toll und dann freue ich mich für euch. Für mich persönlich war es nichts. Trotzdem macht sie ihren Job toll. Ich will da niemanden mit angreifen. Aber mich stört diese Stimme und dann kann ich mich auch nicht auf eine Liebesgeschichte konzentrieren. Und Save Me wird nochmal bei mir einziehen, da bin ich ganz sicher. Ich weiß noch nicht, ob ich es mir ausleihen werde oder kaufen werde, weil ich Mona Kasten einfach nochmal eine Chance geben möchte und weil ich die toll fand. Und genau, damit verabschiede ich mich mit diesem, ich hoffe für euch nicht so enttäuschenden Lesemonat. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, wo immer ihr seid. Bleibt bunt, meine Lieben, und wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Ich trinke jetzt noch ein Käffchen so um 6 Uhr morgens, ne? Tschüss.